In der biodynamischen Arbeit haben wir natürlich auch ganz viel mit Themen rund um die Beziehung zu tun. Es gibt heute schon viele schwierige Beziehungen, Paarbeziehungen mit Kindern, Freunden, Arbeitskollegen. Nun ist es ja heutzutage kein Geheimnis mehr, dass die Art, wie wir als Erwachsene in Beziehung gehen, sehr viel damit zu tun hat, wie wir in unserer Kindheit behandelt worden sind und wie Beziehungen in unserer Kindheit verlaufen sind. Und dazu kannst du dir vielleicht drei Fragen stellen. Die erste Frage ist: Wie ist deine Mutter oder dein Vater damit umgegangen, wenn du traurig warst? Und was ist passiert, wenn du wütend warst? Und was war, wenn du dich überfordert hast, wenn etwas für dich zu schwierig war und du Hilfe gebraucht hättest? Und dann geh mal zurück in die Gegenwart und frage dich, was machst du heute, wenn du traurig bist, wenn du wütend bist, wenn du dich überfordert fühlst? Welche Gefühle hast du dann? Und entdeckst du Ähnlichkeiten? Wir wissen mittlerweile viel darüber, wie dieses verletzte innere Kind in bestimmten und schwierigen Situationen reagiert. Und wir wissen auch, dass es in diesen Situationen häufig nicht so ist, dass wir uns wirklich erwachsen verhalten können. Weil dann reagiert etwas in uns, was auf alte Muster zurückgeht. Und dann ist es schwierig, das gerade in Beziehungen zu erleben, weil oft erwarten wir von unserem Partner, dass er uns das gibt, was wir früher nicht bekommen haben. Wenn wir Pech haben, ist unser Partner auch mit solchen Mangelgefühlen unterwegs und hat ähnliche Themen zu laufen und kann uns das gar nicht geben. Das ist eine glatte Überforderung, denn unser Partner ist unser Partner und nicht Mama oder Papa. Und deshalb ist es so schwierig, wenn beide in der Beziehung so bedürftig sind, dann hast du ganz schnell zwei kleine Kinder, die beide nicht satt werden. Das innere Kind braucht dann nämlich Zuwendung und der Partner kann es uns nicht geben. Und an diesem Punkt spielt das Nachnähren in der biodynamischen Arbeit eine große Rolle. Darüber habe ich letztens schon gesprochen. In der biodynamischen Körperpsychotherapie ist besonders erwähnenswert, dass wir ein großes Augenmerk darauf richten, dass all diese Dinge, auch diese Mangelerscheinungen, in unserem Körper abgespeichert werden. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Du bist ein Kind, du bist über etwas sehr wütend, aber in deiner Familie ist der Umgang mit Wut außerordentlich schwierig. Das heißt, Wut wird eher nicht zugelassen oder unterdrückt oder schnell weggetröstet. Und dann musst du ständig diese Gefühle unterdrücken. Das heißt, du hast eine Spannung im Körper, eine Ladung, eine Wut, aber du kannst es nicht ausdrücken, du musst es wieder runterschieben. Und diese Gefühle, das wissen wir aus der Arbeit sehr gut, speichern sich wirklich im Körper ab und bleiben da drin, bis sie einen Weg finden, wieder nach außen zu kommen. Dann geraten wir in schwierige Situationen und dann ist es vielleicht so, dass wir vom Kopf her gerne gelassen reagieren würden, aber unser Körper sagt was ganz anderes. Vielleicht fängst du an zu zittern vor lauter Aufregung, dein vegetatives System fährt hoch und was machst du jetzt damit? In der Körperarbeit erzählt dir dann dein Körper tatsächlich ganz viel darüber, was in deinem Körper unterwegs ist und wie sich das auch auf deine Gefühle und deine Gedanken auswirkt. Wichtig ist dabei, dass in der Arbeit alle drei Ebenen mit erfasst werden müssen, also unsere Gedanken, unsere Gefühle und unser Körper. Es kann nämlich sein, dass du gedanklich was verstanden hast, aber das Gefühl ist irgendwo weggeschoben. Oder es kann sein, dass du in deinem Gefühl etwas sehr wahrnimmst, aber dein Körper ist noch komplett verspannt. Das sitzt da alles noch drin. Also in allen Ebenen sind Unterbrechungen und Blockaden möglich. Und meine Erfahrung ist, wenn diese drei Wege
miteinander gehen können, dann hast du einen inneren Prozess, der sehr harmonisch und organisch ist. Und in unserer Gesellschaft ist halt der Kopf sehr bewertet, das Gefühl ein bisschen weniger, Körper nicht so doll. Deshalb ist gerade die Körperarbeit so wichtig, weil halt vieles, was wir immer noch an alten Ladungen dazu sitzen haben, im Körper sitzt und da soll es einfach weggehen, damit es aufhört, uns zu stören. Die Biodynamik arbeitet halt an diesen Beziehungsthemen, die ja mehr im Einzelnen liegen, damit, dass wir neben dem nachnähernden und integrierenden Gesprächen ganz viel Möglichkeit geben, diese Dinge über den Körper zu erfahren. Du machst dann in der Therapie neue Erfahrungen und dann nimmst du sie wieder mit in dein tägliches Umfeld. Du musst die Dinge halt üben und probieren. Und mal geht es gut und mal geht es vielleicht nach hinten los. Aber so ist dieser Entwicklungsprozess und du musst dann auch nicht den Mut verlieren. Die Therapie wird dich sicherlich darin unterstützen, für dich besser selbst zu sorgen. Und auch in deinem Körper wird sich viel verändern, weil sich alte Spannungen und Blockaden lösen lassen. Das ist wie so eine Art Entgiftungsprozess. Und auch in deinen Beziehungen wird sich etwas verändern, weil vermutlich, wenn du dich selber besser und stärker fühlst, wirst du nicht mehr so bereit sein, in ungemütlichen und unbequemen Beziehungen auszuharren. Das ist so eine Art Schneeballsystem. Du sagst dann, dir gefällt das nicht mehr und die anderen werden dem sicherlich auch Anfang Widerstand entgegensetzen. Weil vielleicht warst du einfach noch eine ganze Ecke bequemer, als du dich mehr zurückgenommen hast. Aber mit der Zeit wirst du merken, dass auch dein Gegenüber davon profitiert, denn jedes offene Wort verstärkt die Beziehung. Und dann kannst du wirklich merken, wie auch in der Beziehung dieses System, wo du mehr für dich getan hast, wo du besser für dich sorgst, wo du mehr auf dich acht gibst, dass sich das auch positiv auf deine Beziehungen auswirkt.